Das Projekt Healing Soundscape ist eingebettet in ein großes globales Projekt, in dem wir den Einfluss von Musik auf Heilung und auf Medizin und auf den Menschen insgesamt untersuchen möchten. In unterschiedlichsten Bereichen des Krankenhauses, wo viel Stress ist, versuchen wir Klangwelten aufzubauen, um hier letztendlich die Emotionen zu dämpfen auf der einen Seite, aber auch in eine positive Heilungsstimmung zu richten. Die Klangwelt, die wir dort konstruieren wollen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich zurücknimmt. Im Sinne von John Cage, der gesagt hat, I don't like it when music talks to me, wollen wir gar nicht zu dem Patienten sozusagen sprechen, sondern wir wollen die Musik im Hintergrund halten, im Sinne von dem, was Eric Satie als Musique d'ameublement bezeichnet hat, die Möbelmusik, die Tapetenmusik, die einfach im Hintergrund bleibt, aber trotzdem wirkt. Mit unseren Studierenden gehen wir zunächst in die betreffenden Räume in der Klinik und lassen auf uns wirken, wie es uns dort geht in den Räumen. Das sind qualitative Untersuchungsmethoden, in denen die Atmosphäre der Räume erforscht wird und eingeschätzt wird. Außerdem beobachten wir, welche Art von Geräuschen technischer Art oder menschlicher Art oder Naturgeräuschen man in diesen Räumen hört. Wir erheben also zunächst mal den Iststand der Räume. Das ist aber unser Ausgangspunkt, mit dem wir zunächst versuchen, uns eine Vorstellung zu bilden, was diese Räume brauchen. Alles, was in unserer Umgebung an akustischer Umgebung, an Soundscape zu hören ist, hat einen Einfluss auf unser Befinden und auf unseren Körper. Schon aus Urzeiten haben wir Belege dafür, dass Menschen Musik verwendet haben, dass sie gemeinsam musiziert haben, um beispielsweise Kinder zu beruhigen oder eben auch Musik eingesetzt haben als eine heilende Kraft, als ein heilendes Mittel. Zum einen ist es der Rhythmus in der Musik. Wir können uns mit dem Rhythmus der Musik synchronisieren und wir wissen, dass der Herzschlag sich anpassen kann an die Musik oder auch die Atmung. Aber es sind natürlich auch die Harmonien in der Musik, die in Abhängigkeit von den persönlichen musikalischen Präferenzen, den Vorlieben dazu führen können, dass wir beruhigt werden, beispielsweise wenn wir etwas Vertrautes, wenn wir vertraute Klänge hören. Wir haben für unser System einen mehrstufigen Ansatz gewählt. Die erste Stufe wird sein, dass die Patienten über Sensoren mit dem System interagieren. Das heißt, sie können den Zustand des Systems verändern. Die zweite Ebene ist das System selbst. Und zwar haben wir dort ein System, das bestimmte musikalische Konstellationen erzeugt. Die sind relativ gut kontrollierbar mit Hilfe von bestimmten Parametern, die wir verändern können, die die Patienten auch verändern können, allerdings nicht bewusst, sondern eher durch ihr Agieren verändern. Und dadurch sozusagen, ohne sich mit dem ganzen System vertraut machen zu müssen, in der Lage sind, das System zu beeinflussen. Ich wünsche mir einerseits, dass dieses Projekt eine therapeutische Wirkung entfaltet. Und andererseits wünsche ich mir, dass es auch möglich ist, Kunst in solche Umgebungen zu bringen. Denn wir sehen das auch zum großen Teil als künstlerisches Projekt. Es ist nicht nur, geht ja nicht nur darum, sozusagen von der Stange Lösungen zu bieten. Das würde unsere Studenten sicherlich auch nicht interessieren. Sondern was sie interessiert, ist sozusagen sich auszudrücken und mit dem, womit sie sich ausdrücken, einen Einfluss auf das Wohlbefinden der Patienten zu haben.